Dürfte deine Freundin OnlyFans machen? Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Die Plattform OnlyFans erfreut sich ja momentan großer Beliebtheit. Und ich habe mir mal gedacht, wie groß ist denn die Beliebtheit, wenn der Partner oder die Partnerin zu dir kommt und sagt, Schatz, ich würde gern damit anfangen. Das fragen wir doch mal die Kölner und Kölnerinnen. Habt ihr ein Problem? Dürfte deine, erstens ist Money Glitch, zweitens kann sie entscheiden, was für Bilder sie da postet. Das können ganz normale... Junge, ihr denkt immer, OnlyFans heißt Nacktbilder. Das ist einfach so Bikini. Und manche posten das freiwillig auf Instagram und die posten einfach die gleichen Bilder auf Dings, auf OnlyFans. Also mich würde es nicht stören. Drittens bin ich der Typ, der die... Meine ja nackt. OnlyFans machen heißt nicht nackt. Das machen die wenigsten. Problem damit, wenn eure Partnerin OnlyFans... Und es ist halt auch schon Money Glitch, ohne dass man nackt macht. ...machen würde. Carsten ist heute endlich wieder hinter der Kamera. Mein Name ist Marc Eggers, Köln. Jeder Mensch, der OnlyFans macht, ist der größte Schmutz. Nee, ich würde sogar als Junge fast machen. Ich finde, das ist einfach Money Glitch. Also dumm, wer dafür zahlt. Und ich finde es nur verwerflich, weil es einfach nur... Das Ausnutzen von dummen Menschen ist eigentlich im Endeffekt. 2022, OnlyFans, ja oder? Mach doch OnlyFans und Bumsvideos. Ich will aber nicht von mir solche Videos haben. Oh nein, auf geht's. Achso, schreibt's mal in die Kommentare. Wäre es für euch ein Problem, jetzt mal direkt wirklich offen und ehrlich, Partnerin so ein bisschen Nacktbilder im Internet? Ja oder nein, jetzt in die Kommentare. Wir gehen los, auf geht's. Ihr kennt die Plattform OnlyFans? Wenn eure Freundin OnlyFans machen würde, wäre das für... Seid scheiße, falls ihr mal Kinder habt. Junge, fast jedes... Also ich rede ja nicht von nackt hätte ich ein Problem natürlich, aber mit, ja, sowas wie Bikini-Bilder, was man im Urlaub, hier, zum Beispiel, Alexa, Nikos Freundin macht ja auch nicht mehr. Hier. Hättet ihr damit ein Problem? So, die lädt die gleichen Bilder auch bei Dings hoch, bei OnlyFans. Im Endeffekt ist mir doch scheißegal, dass sie darauf geiert und dass sie sagt, oh, ich hätte gerne, die Freundin von Sydney ist so geil, ich bin der sie. Also mich stört sowas nicht. Bei euch okay oder hättest du damit ein Problem? Oh, da hätte ich, glaube ich, ein Problem damit. Ja. Bei dir? Ich hätte, glaube ich, auch ein Problem damit. Die gehört ja mir. Dich frage ich nicht, du hast noch keine Freundin. Hier, guck. Ich bin richtig, ne? Ja. Hier, der ist auch confident, Bab. Okay oder hättest du damit ein Problem? Oh, da hätte ich, glaube ich, ein Problem damit. Ja. Bei dir? Ich verstehe natürlich auch, wenn Leute damit ein Problem haben. Bei der eigenen Freundin auf jeden Fall. Aber allgemein, dass man Mädchen dafür verurteilt, finde ich einfach dumm. In Amerika hat jedes Mädchen, wirklich jedes Mädchen hat OnlyFans und das ist ganz normal dort. Die können da machen und lassen, was sie wollen. Und hier, sobald man irgendwas macht, OnlyFans, man wird, die Mädchen werden beleidigt, bla bla bla. Ich glaube auch ein Problem damit. Die gehört ja mir. Dich frage ich nicht, du hast noch keine Freundin. Ich bin richtig, ne? Ja, guck. Wie bei mir auch. Bei mir ging es auch erst mit 19 los. Wäre das für dich ein Problem, wenn dein Vater, wenn dein Partner OnlyFans machen würde? Ja. Warum? Nicht mögen würde. Wenn mein Vater mich so anrufen würde, so, ich fange jetzt mit OnlyFans an. Dürfte dein Freund OnlyFans machen? Nee. Warum? Was würde dich daran stören? Weil ich nicht will, dass mein Freund ja nackt gesehen wird von anderen, weil das ist ja mein Freund. Es gibt ja sehr viele Damen, die das mittlerweile machen. Wie findest du das, wenn die Frauen das machen? Also ich finde, das ist an sich keine schlechte Sache. So, manche verdienen damit echt gut Geld mit, aber es ist so eine persönliche Sache. Es ist eine andere Perspektive bei jedem, ob man sich nackt präsentieren möchte im Internet und dafür Geld verdient oder eben nicht. Aber für mich wäre das jetzt persönlich nicht. Da sehe ich mich nicht. Ich sehe mich da auch nicht. Aber ich glaube, mich sehen die Leute... Du kannst einfach Hauptschule rausdroppen. Siehst geil aus. Hört sich für 2000 Euro titten. Und machst OnlyFans und kriegst im Monat 10.000. Heute da auch nicht, weil dafür würde keiner zahlen für meinen Körper. Ich war angeschrieben von jemandem, Bekannten, der so, hey Laila. Heißt Laila? Laila heiße ich. Und meine Puffmama heißt... Laila. Oh, erstmal aufkauen. Der Mund ist voll. Mhm. Oh! Muss aber ein bisschen Fan sein. Ist ja nicht so schwer, wenn du ein Brett bist. Als Frau, dann hast du Instagram, machst da ein paar Bilder. Und die, bei Frauen, Digga, die machen manchmal Bilder... Die haben so 20.000 Follower, sagen wir mal. Die posten Bilder. Auf einmal hat es so 500.000 Likes. Weil Algorithmus gönnt denen richtig so. Bei Männern geht das nicht mal. Und dann haben die halt von 20.000 Follower 500.000 Likes. Davon folgen 20.000 neue. Und dann kriegen sie so 20.000 Follower in 2 Tagen. Was sind das? Sind das diese Kaktus-Dinger? Ist deine Freundin? Meine Freundin, ja. Super. Dürfte sie OnlyFans machen? Nein. Ein? Nein. Das war ein klares Nein. Nein. Ich auch niemals. Okay. Niemals. Dürfte er OnlyFans machen? Nein. Aber sie hat ein bisschen nachgedacht. Sie weiß, du hast einen guten Buddy. Ja. Also Leute wie du, die vorgeschlagen bekommen. Ja, und warum werde ich nicht Mädchen vorgeschlagen? Okay, also wäre ganz klares Nein. Ja, nein. Was haltet ihr? Das machen ja wirklich viele Frauen.
So, was ist eure Meinung dazu? Kann sie machen, wenn sie können. Manche arbeiten dafür jahrelang, ne? Und deshalb finde ich es null verwerflich, wenn eine Frau die Möglichkeit nutzt, einfach so viel Geld zu machen, indem dieses gleiche postet, was die auf Instagram posten. Aber verkaufen will, ich würde es nicht machen. Ich würde es auch nicht fallen. Solange man Nippel ist jetzt so nicht so schlimm verglichen mit untenrum, aber solange das bedeckt ist, untenrum bedeckt, Nippel bedeckt, das ist so free money, Hilfe. Wenn es meine Tochter wäre oder so. Das posten andere freiwillig auf Instagram, so. Und die Leute bezahlen dafür Geld, das ist einfach nur schlau. Das sollte jedem selbst überlassen sein. Also, wenn die Frau sich natürlich wohlfühlt, dann ist das so. Es ist natürlich auch die Sache, ne? Darf deine Freundin so dieses Verbieten ist eh schon immer scheiße. Egal jetzt, worum es geht, so, ne? Aber zu sagen, du darfst nicht, kein guter Start, keine gute Basis für eine Beziehung. Das ist schwierig zu sagen. Also, Sammy, danke für den 11. Mich persönlich würde es stören, würde ich sagen. Ja, doch. Also, wenn sie komplett nackt zeigt, schlimmer? Also, sie sagen, sie macht nur Unterwäsche, Bikini. Ist schwierig zu sagen, wirklich. Aber ich denke... Problem ist nicht OF, sondern wer das subbt, ist meiner Meinung nach Lost plus 1. Ich bin zwar auch sub, aber trotzdem. Nee, also ich hätte damit ein Problem. Ja. Würdest du es selber machen? 100.000 im Monat? Ah, ich weiß nicht. Kurz mal die Banane in die Kamera, Digga. Nee, würde ich nicht machen. 100, 200k? Niemals. 300? Nein. Eine Mio, netto. Ich bin bei Coco. Nein, auch nicht. Und es gibt richtig viele, die sind einfach gratis. Ist auch nicht. Ja, als ob du so einen kleinen hast, Digga. Kostet Elena? Ich weiß nicht. Ich glaube, bei Elena bin ich auch, ich weiß nicht, ob sie kostet. Und noch bei so 10, die gratis sind. Nein. Bei Coco bin ich einfach so, weil auf korrekt so, ich supporte das. Ja, klein jetzt nicht, aber... Also ich finde das nicht so gut. Wieso? Gutes Geld. Ja, aber Geld ist nicht alles. Okay, wo kommst du her? Aus Ungarn. Aus Ungarn? Ja. Wäre das für dich ein Thema, OnlyFans? Nein. Also jeder macht, was will. Na, aber ich persönlich würde das nicht machen. Also ich verurteile nicht die Menschen. Jeder macht, was will, aber ich würde das nicht machen. Ja. Und du bist auch vergeben? Nein. Nee? Nein. Wie alt bist du denn? Ich bin 32. Ey. Und glücklich alleine. Ey, ich bin auch glücklich alleine. Sehr schön. Aber nicht heute Abend. Hallo? Oh. Ach so, ich pass gar nicht auf. Okay, weiter geht's. Ist mein Vater. Ach so, ja, hallo? Ist Jürgen, heißt er. Jürgen, hallo? Ja. Und dann geht sie los, unsere Bolognese. Nee, komm, hak dich ein, Harry. Hättest du ein Problem damit, wenn deine Freundin OnlyFans machen würde? Wenn ich davon profitiere, eigentlich nicht. Ne? Ah, so einer, die muss abdrücken auch noch. Nacktbilder machen und dann geht's in deine Tasche. Hälfte, Hälfte. Wirklich? Ey, dann hättest du echt kein Problem mehr? Na, wenn man kein Gesicht sieht, nicht, ne. Ohne... Das war jetzt aber ein ganz schön harter Diss gerade. Nein, ich weiß, was seid. Bei dir umgekehrt, er wird OnlyFans machen. Jetzt drehen wir nämlich den Spieß um. Sagt sie auch, Hälfte in ihre Tasche. Als Mann schwer. 60-40. Das wäre okay, ja. Wirklich? Ja. Hättest du ein Problem damit, wenn Jürgen, hallo? OnlyFans macht? War das eine echt schwierige Frage. Aber was? Den kennen wir auch schon. Das ist in Köln dann. Der Mann, der Supporter. Ich glaube eher nicht, weil ich finde... Er heißt Lars oder so, ich weiß nicht, wie er heißt. Wenn man eine Person liebt, dann unterstützt man sie auch, egal was ist so. Ich glaube, beide profitieren, glaube ich, damit so. Auch wenn sie unten Pusserino zeigt? Das ist ein schwieriges Thema, aber Pusserino. Ich finde, wenn die so ein Oberkörper was macht, aber wie Männer können auch OnlyFans machen. Ah, du spielst mit dem Gedanken. Ja, ist ja auch so. Ah, Digga, mal ein bisschen Geld mitnehmen. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Fußbild da reinschicke, bekomme ich auch bestimmt ein bisschen. Das Ding ist, ich glaube, Männer sind halt viel kaufkräftiger als Frauen bei sowas in Sachen Pornografie und sonst was im Internet da. Denkt ihr, Frauen kaufen sich einen Brothers-Account? Ich sag, davon sind 80% Männer, mindestens. So, Männer sind halt richtig hinterher. Also Frauen, die machen es auf Gedanken, oder denen reicht das so... Keine Ahnung, so einen Film zu gucken, den tanzt da, wer ist der nochmal? Wer ist der? Channing Tatum, heißt der so? Der tanzt dann so bei Magic Mike und oh, so schön. Und später dann im Bett hat sie immer noch diese Sachen im Kopf und macht auf. Was ist denn das, Digga? Und Männer haben so Druck, Digga, die müssen alles sehen. Ja, nochmal ein geiles Bild von Titten, oh geil. Den viel Geld. Sag mal, Füße. Monte, jetzt für dich. Monty, seid ihr ein Paar? Ja. Super. Dürfte deine Freundin... Deine bezaubernde Frau OnlyFans machen. Wenn sie sich rentiert, natürlich. Ja, ja. Ja oder nicht? Wenn sie das Geld mir nach Hause bringt? Ne? Klar. Ja. Wie sieht's aus? Nee. Nö. Sein. Wenn er es macht? Ja, kann er ruhig. Ja? Ja, guck mal. Ja, jetzt kommt auch das zusammen, ne? Das zusammen. Ja, ihr macht einen Pärchenkanal. Das ist hart. Na klar, aber. Dann wird's immer zu sehr, dann kommt Videos und sowas. Das muss ja nicht sein.
Ich glaube, da wird's klar. Das Free Money mitnehmen, sonst ab Nippel und so, schwer. Aber Corinna zum Beispiel, die macht keine Ahnung wie viel Millionen im Monat. Denkt sie, juckt das? Denkt sie, juckt das, dass Leute wissen, wie ihr Nippel aussieht? Ihr Nippel sieht ja cool aus. So. Klingeln in der Kasse. Das kann er besser alleine. Ne? Der wedelt die Palme und dann liegt die. Würde ich 5 Millionen im Monat bekommen, dafür, dass jeder weiß, wie mein Schwanz aussieht, zeige ich ihn euch. Die Videos hoch hier. Ja. Scheißegal. Das ist nicht beidlich, was ich da unten habe. Dürfte Erik Walter Onlyfans machen? Nein, niemals. Auf gar keinen Fall? Auf gar keinen Fall, nein. Warum nicht? Weil nur ich sie nackt zu sehen habe. Meine Meinung ist immer noch so, wenn man eine Person liebt, dann unterstützt man sie auch. Weil ich finde, es gibt nichts Schöneres, als eine Person zu lieben und sie auch, egal was ist, auch zu unterstützen und sie auch zu zeigen, guck mal, egal was du machst, so ich stehe hinter dir so. Weil das ist irgendwie auch so ein, wenn man eine Person liebt, dann vertraut man sie auch und dann ist es auch so. Verstehst du, was ich damit meine? Das war jetzt schwarz-weiß und mit ganz trauriger, melancholischer Musik unterlegt. Verstehst du, was ich meine? Ja, das ist schon komisch, ne? Komisch? Ja. Rot. Ja, das kann einfach das Wille. Tisch soll sein. Ja, aber das ist ja auch ein bisschen privat mit dem Partner, ne? Okay. Gibt ja viele, die damit Geld verdienen. Nee, nee. Du? Jetzt guckst du deine Freundin aber auch an, ne? Nee, nee, ist nicht so viel Geld. Nee. Digga, ich bin keine abgefuckte Frau. Nein. Ich weiß, wie viel Geld ich auf dem Konto habe, oder? Ja, oh. Pyjama dann von Prime. Wäre auch mal interessant, Digga. Digga, ich bin pleite, Bro. Was bekommt man im Dschungel? Also gibt's eine Gewinnergage? Ja, 100.000 Euro kannst du gewinnen. Schmeckt richtig, Digga. Ja. Hättest du ein Problem damit? Der war im Dschungel? Digga, mein Lebensziel war es früher, im Dschungelcamp zu landen. Langsam ist doch mal, kam schon mal das Ding. Potenzial dafür, oder? Aber ich will da jetzt nicht mehr hin, weil ich Angst hab. Mosik, Rapper, ne? Hat gewonnen. Wow. Aber so vom Ding her bin ich eigentlich an der Zeit so, ich könnte da hin, so, oder? Dschungelcamp, Big Brother, was habe ich noch früher geguckt? Stefan, so früher TV Total, Turmspringen WM, ich wäre so dabei gewesen. Cool. Love Island, nee, das macht man, bevor man famous so. Da gehen Leute hin, die fame werden wollen, so rum. Ja, jetzt, Dschungelcamp fände ich voll cool, weil ich will mal so in die Wildnis, will ich ja sowieso und so Überlebenszeug und sowas feier ich voll. Seven vs. Wild ist mir zu hart, da kriegt man wenigstens Essen und sowas, wenigstens ein bisschen. Aber die Dschungelprüfungen sind mir mittlerweile zu schlimm. Also so, ich könnte nicht in den Sarg mit Kakerlaken reingehen und sowas. Ich hätte da richtig Panikattacken des Grauens. Ex on the Beach, Promi Love Island, Bauer sucht Frau, Big Brother, Twitch Edition. Alles ist cooler von Twitch Edition. Außerdem, ich glaube, ich würde Dschungelcamp for easy gewinnen. Wenn da so Ailton ist, wer ruft denn für den an? Wenn ich da bin? Da habe ich meine Jungs hier. Kriegt man dann Geld, Gage? So, stell dir vor, ich mache die ganze Zeit keine Challenges. Nee, ich kann das nicht. Ich bin ein Star, holt mich hier raus. So, das ist jeder Challenge und trotzdem gewinne ich. Damit, wenn deine Freundin Leila Onlyfans machen würde. Da ich unvermittelbar bin und lange Zeit keine Frau gehabt habe, weiß ich nicht, wie ich damit umzugehen habe. Aber man muss Abstriche machen, ne? Dann ist das auch okay. Je nachdem, was für Fotos sie bei Onlyfans hochlädt. So von Füßen ist doch ganz okay. Sie zeigt... Digga, too hot to handle, das ist OP, Digga. Guck mal, du bist nichts, ne? Du siehst einfach nur geil aus. Du gehst zu too hot to handle, bist auf Netflix. Danach, du hast 1 Million Follower. Was ist denn das? Und du bist einfach direkt reich, so instant. Diese Francesca und so. Ich weiß nicht mehr, wie die ganzen Leute heißen. Francesca war zusammen mit Harry oder so. Auf jeden Fall sind die einfach instant reich, haben 1 Million Follower, kriegen Deals, was sie wollen, können YouTube machen, können Onlyfans machen, die Mädels. Die hat auch Onlyfans, ja, war klar. Bist einfach durch, nur weil du gut aussahst und dich dafür beworben hast. Du bist einfach eine Show. Netflix-Show, du bist dabei, bist reich, perfekt. Oben ohne. Du kannst dein Leben reingekackt haben, wie du willst. Ja, das wäre schon ein Problem für mich. Ja? Na klar, oder? Digga, du willst, das ist doch ein Privileg für einen Mann, nur als einziger das zu sehen, was eine Frau über den ganzen Tag... Ja, genau, richtig, ja, oder? Guck mir nicht an, Digga, ich beantworte hier keine Fragen, ich stelle nur die Fragen. Ja, und ich bin, das habe ich im Fernsehen gelernt, antworten immer nur mit Gegenfragen. Ja, ist gut. Nein, das ist deine Meinung. Ja? How old are you? I'm 19 years old. Nein. Was? Ich schwöre, ich dachte 42. How old are you? Ich dachte, so geile Mama. I'm 19 years old. 19 years old. Only fans okay for you? Ja. Ja? Machst du selber? You on OnlyFans? Ja. Ja? Okay. And it's lukrativ? It's good for the money? Ja. You are really on OnlyFans? Ja. Warum? Würdest. Hey, meint die es jetzt ernst oder nicht, Digga? Hat sie nichts gecheckt und sagt nur ja? Oder hat sie wirklich Onlyfans? Ist sie doof? Würdest du das gut finden, wenn deine Freundin Onlyfans machen würde?
Ich will das noch sehen, hallo Marc. Ich fand die geil. Also meine eigene Freundin würde ich nicht gut finden. Dein kleinen Asia-Fetisch und da hinten ist ein Album. Aber wenn das jetzt andere Frauen machen... Dann ist gut, das zappt man rein. Naja, das nicht, aber man hat Respekt davor auf jeden Fall. Ja, also ich verurteile nicht Frauen, die das machen. Okay. Solange sie nicht übertreiben... Dürfte dein Freund OnlyFans machen? Mein Freund, wenn wir darüber reden und das... Ja? Wenn das okay, also wenn wir darüber eine Konversation haben und im Endeffekt ich weiß, er geht mir nicht fremd, sondern das ist sein Job, dann ja. Okay. Wäre das für dich ein Thema? Das wäre auf jeden Fall ein Thema, deswegen würde ich es ansprechen, weil Kommunikation ist in der Beziehung sehr wichtig. Direkt. Ich wünsche nicht, dass jemand ihn nackt machen würde. Dürfte er das? Mann. Nein. Nö. Mm-mm. Warum nicht? Ich wünsche nicht, dass jemand ihn nackt sieht. Aber du. Aber nur ich, ja. Wenn das Licht aus ist. Okay, dann ist was anderes. Würdest du das machen? Ich glaube eher weniger, aber nur, weil ich im Filmschauspiel noch berühmt werden will und das für mich meine Karrierelaufbahn. Das ist nicht verkehrt, man soll auch an die Zukunft denken. Ganz, ganz wichtiges Thema. Was willst du denn machen? Sitcoms oder so am liebsten. Immer wenn ich Sit höre, ich denke immer direkt, ich bin angesprochen. Kennt ihr das? Bei euren Namen, okay, es geht nicht bei jedem Namen. Aber da Sitcom, ich denke so, was ist mit mir? An die Zukunft denken. Ganz, ganz wichtiges Thema. Was willst du denn machen? Sitcoms oder so. Schön, sagt Sydney. Liebsten. Dachte ich. Oder Moderation wäre auch was für mich. Gut. Modeln. Auf jeden Fall ein cooler Stil. Wirklich. Dankeschön. Sieht richtig nice aus. Dankeschön. Vielleicht sehen wir dich irgendwann mal im Fernsehen. Danke, ich hoffe es auch. Alles Gute dir. Ciao. Kommt drauf an, welche Bilder er macht. Ne? Wenn er kommt. Sein Körper. Solange es keine Nacktbilder sind, ist es in Ordnung. Bei dir? Katastrophe. Gar nicht. Warum? Sag mal, wenn der Freund dich aussieht und halb Deutschland oder die Welt sieht, wie er nackt aussieht, geht gar nicht. Was haltet ihr denn von den Frauen? Das machen ja viele Frauen auch momentan. Was ist eure Einschätzung dazu? Sollen sie machen, aber ich mach's nicht. Gut. Also. Bei dir? Grenzwertig, aber ja, sollen sie machen. Bei deinem Freund wäre nicht gut? Nein. Grundsätzlich nicht so. Also sie ist ja selbstständig. Lebo, Dank von Euro. The DJ ist back. Ich weiß, da haben wir schon gesehen. Danke für Euro. Also, why not? Okay. So, sie darf das. So, I don't care, personally. Also wenn sich Leute davon offended fühlen, haben die ein relativ geringes Selbstwert. Und kehrt sich nicht so. Also grenzwertig, aber ja, sollen sie machen. Bei deinem Freund wäre nicht gut? Nein. Grundsätzlich nicht so. Also sie ist ja selbstständig. Also, why not? Okay. So, sie darf das. So, I don't care, personally. Also, wenn sich Leute davon offended fühlen, haben die ein relativ geringes Selbstwert, würde ich sagen. Okay, aber wenn jetzt deine Freundin wirklich blank zieht, also wirklich alles... Ja, ist Military kind of egal eigentlich, so... So Wayne, weißt du? Zeig. Also ich meine, das ist dann immer persönlich so, ob man das möchte oder nicht. Das hat ja auch viel mit Privatsphäre so zu tun, so. Man wird ja auch intim mit der Person. Muss man gucken, sage ich immer. Also mir wäre das wahrscheinlich zu viel, ist einfach persönlich. Aber generell so anzügliche Bilder, so, wenn es nicht nackt ist, so, muss jeder gucken. So, wir sind am Ende der Straßenumfrage angekommen. Ich habe die Leute mal hier auf der Straße gefragt. Wenn es jetzt nicht nude ist, ist halt schon so ein Privacy-Ding, weißt du, so... In deiner Connection, in deiner Relationship, ist halt, ja, so musst du halt auch aufpassen, ne? Hättet ihr denn damit ein Problem, wenn euer Partner unter Straßenfrage ankommt? Ich habe die Leute mal hier auf der Straße gefragt. Ja, hättet ihr denn damit ein Problem, wenn euer Partner oder eure Partnerin OnlyFans machen würde? Schreibt es wirklich gerne mal in die Kommentare. Einfach nur mal ja oder nein. Wäre das für euch okay? Mein Name ist Marc Eggers. Danke an Carsten, der heute mal wieder gefilmt hat. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ich bin raus. Abonnieren nicht vergessen. Daumen nach oben. Beste Beispiel ist immer noch InScope mit seiner Freundin. Ja. Ich finde... Ich sag auch so, die sehen doch nicht hässlich aus, ne? Das ist jetzt nur no Cap, Mann. No Cap an Lexo, ne? Das ist eine Augenweide. Lexo? Ja. Ja, was will er jetzt sagen damit? Willst du damit sagen, du hast Interesse oder was? Yeah, yeah, yeah.